Benjamin Strasser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Frage, über die wir heute zu entscheiden haben, ist keine leichte, weil es in der Tat nicht nur um Zahlen geht, Herr Mayer, sondern auch um Menschen. Als Abgeordnete haben wir die Aufgabe, den richtigen Spagat zwischen Machbarkeit und Menschlichkeit zu finden. Keinen von uns, der die Schicksale gehört hat, die auch im Innenausschuss vorgetragen wird, lässt das kalt. Aber ich sage Ihnen auch, ich bin Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde in Berg in Oberschwaben mit 4.500 Einwohnern. Ich weiß, was es heißt, 150 geflüchtete Menschen unterzubringen. Und wir können die große Hilfsbereitschaft, die es bei den Menschen gibt, auf Dauer nicht überfordern. Und da hilft uns weder ein "Wir schaffen das" von Frau Merkel noch diese Parolen, die Frau von Storch hier vorgetragen hat. Und Herr Mayer, ganz im Gegenteil. Die Lex CSU, die wir heute hier beschließen, dieses Wahlkampfgeschenk der Großen Koalition, das knüpft doch nicht ernsthaft am Schicksal der Menschen an. Sie hantieren hier mit Zahlen. Sagen Sie doch mal zu dem 1.001., der den gleichen Anspruch hat nach Ihrem Gesetz eigentlich, warum der nicht seine Familie nachziehen kann. Oder dem 12.001., wenn Sie sagen, das wird doch aufs ganze Jahr gerechnet. Das zeigt doch schon, wie abstrus Ihr Gesetzentwurf ist. Das haben im Übrigen auch die Sachverständigen, selbst die Sie benannt haben, in der Anhörung so bestätigt. Was am 1. August droht, ist Chaos in den Behörden. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Gesetzentwurf der Freien Demokraten vom Städtetag bis hin zur Leiterin des Willkommenszentrums Berlin, Rot-Rot-Grüner Senat, positiv beschieden würde, weil wir sagen, Machbarkeit heißt weitere Aussetzung des Familiennachzugs um 2 Jahre, aber Menschlichkeit heißt genauso, nicht nach Zahlen zu entscheiden, sondern nach klaren Kriterien, die wir als Härtefall hier als Parlament festlegen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt komme ich zum Entschließungsantrag meiner Fraktion, uns ist klar, dass diese Aussetzung des Familiennachzugs keine Dauerlösung sein kann, sondern dass die Migrationsfrage nur gemeinsam in Europa entschieden werden kann, Frau Högel. Aber wo sind die Initiativen denn Ihrer Bundesregierung, wenn wir nach Europa schauen? Wir stellen fest, das GEAS hakt, da gibt es keine Bewegung, aber da müssen wir doch ehrlich sein und sagen, wenden wir die Regeln von Dublin III an. Das Ziel der Freien Demokraten ist es, schnellstmöglich ein Nachfolgeabkommen für Dublin zu bekommen. Unser Ziel ist der dauerhafte Erhalt offener Binnengrenzen für Schengen. Das ist ein Freiheitsgewinn, ganz tagtäglich. Und wir wollen die Außengrenzen schützen und Frontex stärken. Aber wenn Sie das auch wollen, dann müssen wir jetzt auch sagen, dass die Bundespolizei die Regeln von Dublin III anwenden darf und stichprobenartig die Personen zurückweisen, die schon einen Asylantrag gestellt haben in der Europäischen Union. Und ein letztes, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Mitglied dieses Hohen Hauses bezeichnete am Montag auf Twitter Horst Seehofers Masterplan als Desasterplan. Herr Lischka, recht haben Sie, nur das Schlimme ist, dass die SPD heute einem weiteren Desaster zustimmen wird. Und liebe Kolleginnen der CDU, ja, was soll man nach dem gestrigen Tag eigentlich noch sagen? Ein Hauch von Greuth 1976 ist über die Fraktionsebene geweht, doch wir kennen alle das Ende von Greuth. Die CSU wird wieder kneifen. Wenn Sie, liebe Kollegen der CDU, heute diesem CSU-Gesetzentwurf zustimmen, dann beweisen Sie leider einmal mehr, dass Ihnen Machterhalt vor politische Problemlösungen geht. Das sehen wir Freie Demokraten explizit anders. Und ich komme zum Schluss, liebe CDU, liebe SPD. Jetzt ist es eigentlich an der Zeit, einen Zwergenaufstand gegen die CSU zu proben und gegen dieses Desaster zu stimmen. Oder frei nach dem großen Sozialdemokraten Kevin Kühnert, heute einmal Zwerg sein, um künftig wieder Riese sein zu können. Stimmen Sie unserem guten Gesetzentwurf zu und unserem Entschließungsantrag. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat für die Frage